Moin zusammen. Wir haben heute Samstag, den 4. September 2021. Und wir haben gedacht, wir machen heute mal eine kleine Ausfahrt. Wir radeln jetzt Richtung Hauptbahnhof Bremen. Aber wir radeln heute nicht alleine, denn wir radeln heute mit Fred Riedel und Bettina. Und die holen wir gleich ab am Bahnhof. Kennengelernt haben wir die beiden auch auf YouTube vor circa, vor 2 Jahren, als wir selber mit der Filmerei angefangen haben. Und ja, wir schreiben uns eigentlich immer Kommentare unter die Videos. Die Videos von den beiden sind wirklich klasse, wirklich. Und ja, gesehen haben wir uns noch nie. Also bisher immer nur virtuell. Und ein bisschen aufgeregt sind wir schon. Mal schauen, wie das gleich wird. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das Wetter heute, ihr seht es ja, noch bewölkt. Die Sonne kam eben schon mal ein bisschen raus. Aber die Wetteraussichten für heute sehen ganz gut aus. Für Nachmittag ist Sonne angesagt. 17, 18 Grad haben wir jetzt. Das ist eigentlich ideal. Ja, wir haben Verstärkung bekommen. Bettina und Fred. Wir freuen uns tierisch, dass das endlich mal geklappt hat. Ja, seit 2 Jahren kennen wir uns jetzt virtuell über YouTube kennengelernt. Wir machen heute eine kleine Ausfahrt. Wir fahren jetzt durchs Blockland und dann Richtung Plemwerder. Karin hat die Tour zusammengeklickert. Freut euch drauf. Wird bestimmt gut. Danke. Wir radeln jetzt mal los. Ja, wir haben jetzt das Blockland erreicht und hier links ist die sogenannte Blocklanddeponie, Bremens Müllhalde. Oben drauf thront noch ein großes Windrad. Ja, und hier rechts hätten wir dann das wunderschöne Blockland. Wir stehen jetzt hier an der Schleuse in Damsiel und ja,
und geguckt, ob da vielleicht noch mal so ein kleines Kanu durchfährt, aber im Moment ist die Schleuse noch zu. Tragen die Kanus um. Hier wird getragen. Ja, und wir haben beschlossen, wir setzen uns mal jetzt unten ein bisschen ins Wasser. Da wollen wir mal eine Kleinigkeit trinken, mal irgendwie was und ein bisschen aufs Wasser gucken. So, Stunde sind wir jetzt schon fast gefahren. Noch nicht ganz, ne? Dreiviertelstunde. Ja, keine Ahnung, zwei Stunden. Ja. 10 Kilometer bestimmt. Ne? Gefühlt waren es 5 Kilometer. Gut. Dann gehen wir mal runter. Das Schild hier ist echt gut. Nein, wir haben keinen Schnitz. Das sind die Fragen, die immer wieder gestellt werden. Ja, schön, dass wir hier sitzen. Und auf die Bahn. Genau. Das ist ein Ding. Ehrlich. Hat der da oben auch eine Kamera drauf? Herrlich. Das sieht ja cool aus. Rundum mit Bojen, damit ihm nichts passiert, wenn er irgendwo gegen ditcht. Herrlich. Mr. Lassie. Ja, eine nette Einkehr hatten wir eben, da in Damsiel. Eine Apfelschorle gab es, Wilfried gab es eine Cola und gut unterhalten haben wir uns. Direkt am Wasser, richtig schön hier. Und es ist erstaunlich wenig los hier. Normalerweise, wenn hier, also sonntags, wenn hier richtig schönes Wetter ist, ist hier wirklich viel Traffic. Viele Inline-Skater, viele Rennradfahrer auch. Aber die Strecke lädt aber auch wirklich ein hier zum Radfahren. Die ist wirklich schön. Oh, was gibt's denn hier zu essen? Habt ihr Hunger? 500 Gramm, 50 Cent? Das ist ja ein Schnapper. Bleib zu. Lecker. Danke. Einwandfrei. Tipptopp. Hast du geguckt? Ja, hier. Wow. Nee. Vorsicht, Vorsicht. Ups. Na gut, dann fahren wir mal näher ran. Vielleicht kann man das besser sehen. Ah. Also das ist nicht High-End, ne, aber... Nee. Die Ansprüche steigen doch mit der Zeit irgendwann. Übrigens eines der meistgesagtesten Sprüche. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sehen kann. Wir sind jetzt im Fegesack. Wir wollen jetzt auf die andere Seite hier rüber, aber hier ist jetzt erstmal Pause angesagt für uns.
dein Fegebüschel möchte durch. Der muss mal eben hier passieren. Da kann nichts mehr schief gehen. Und wir können gleich weiterfahren, weil mit Sicherheit geht die Brücke jetzt doch wieder runter. So, Kuchen gab's nicht. Aber wir haben ja Notration Kühlback dabei. Und Fruchtschnitte oder sowas. Lecker. Da stehen wir nun hier vor der Fähre. Unsere Fähre fährt in 10 Minuten. Da drüben ist sie. Und dann geht's weiter. Und dann setzen wir über nach Lemwerder. Sehr schön. So, ein schöner Aussichtspunkt. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt hinfahren wollen. Irgendjemand Ambition, da oben drauf zu gehen? Warum nicht? Sie kann auf die Fahrräder aufpassen. Pass auf. Boah, das ist aber eine schöne Aussicht. Lohnt sich, oder? Ja, heute kannst du ja auch reich gucken. Ja. Also da hast du schon. Schon ganz nette Aussicht. Hammer. Da sind wir hergekommen, das ist die Fähre. Oh, Lucy. Winke, winke. Eins, zwei, drei. Da ist immer noch die lange Latte dran. Das Stück ist so schön hier. Und guck die Windräder an, Fred. Wir haben tatsächlich Rückenwind. Ja, ne? Das ist, hast du ja schon gesagt. Man merkt es ja auch. Wir sind jetzt am Ochtum-Sperrwerk angekommen und wir haben Glück für ein Durchfahren. Ab nächste Woche Samstag gesperrt. Dann hätten wir ein Problem gehabt. Aber hier kommen wir. Ups. Ja, das war knapp, Herr Heyer. Luft genug. Ja, wir fahren jetzt auf der Bruckhochtinger Landstraße und ganz weit nach Hause haben wir es auch nicht mehr. Circa noch von hier 12, 13 Kilometer etwa. Ja, und wir haben überlegt, beschlossen, heute Abend gibt es Pizza, Fred, ne? Wenn es möglich ist, ja. Also auf jeden Fall, da ist uns nach. Oder was Vergleichbares. Irgendwas werden wir schon kriegen. Und dann freuen wir uns natürlich auch auf unseren kleinen Pavillon zu Hause. Dort, wo wir den Abend ausklingen lassen werden. So, jetzt wird es dunkel. Wir steuern auf Gut Farrel zu. Und da vorne rechts gleich in dem Haus. Dort haben Karin und ich geheiratet vor 11 Jahren. Weißt du noch? Ja, ich weiß es jetzt auch. Hier haben wir geheiratet. Ne, hier nicht, aber hier links. Schöner Tag war das im August. Hier ist eure Übernachtungsdestination. Ja, ich denke mal, ja, richtig gut aus.
Hier ist der Weinhof in Großmackenstedt. Weiß nicht, ob das mal. Oh, hast du aber was gesagt? Hätte ich das doch gefilmt. Das war jetzt nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Da ist ein Deckel drauf. Ja, man kann es essen. Oh. Ja, so eine Kleinigkeit. Weil Karin ja Geburtstag hat. Ich hatte Geburtstag. Happy danke, Bettina. Danke, Bettina. Ja, ich hatte mich auch verdrückt. Ja, ja, jetzt wieder hier rein, ist klar. Ganz klar, ne? Ich bestelle den Tisch. Ja. Ja. Das Fahrrad hat die Größe von deinem Auto. Ja, 26. Darum ist der Rahmen. Auch wenn ich so die Reha sehe. Ich bestelle den Tisch gleich eben zu Hause für 20 Uhr okay. Und um Viertel vor sammeln wir euch hier ein, ne? Gut. Wir so. Ja. Also in einer guten Stunde, jetzt haben wir es 10 vor 7. Ja, wir müssen ja auch noch einchecken mit was weiß ich. Ja, darum, das dauert jetzt im Moment, deswegen habe ich jetzt eben ein bisschen groß gemessen. Jo. Gut, wir fahren noch eben 5 Minuten dahin und wieder zurück. Genau, das ist kein Thema. Bis später. Dann bis gleich. Danke erstmal. Ja. Wir haben zu danken. Achso, wir kommen dann da auf den Hof geradelt und dann fahren wir von da aus. Ja, okay, alles klar. Bis gleich. Jetzt nur mal eben einmal anmachen und einmal eben früh gucken. Geht's ja, ja? Nee, geht nicht. Das wackelt doch alles hier. Da wackelt nix. Schwingen, schwingen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der GoPro so sieht. Doch, das ist gut. Jetzt sitzen wir hier mal so ein paar Bewegungen und lassen den Abend ausklingen. Ja. Einen wunderschönen Tag haben wir gehabt, schöne Tour ja. Gemacht. Eben waren wir beim Italiener. Da gab es dann die versprochene Pizza, die haben wir uns eben schön. Haben wir schon den ganzen Tag drauf gefreut. Uns genau. Zu Gemüte geführt. Ja, ja, danke Tour mit euch. Ja, echt. Danke für mega die Idee. Spaß gemacht. Ja, genau. Und schreit nach noch Wiederholung. Schreit nach Wiederholung. Irgendwo das anders oder hier. Mal gucken. Werden wir mit Sicherheit zu euch nach Hannover, genau. Ja. Dann sagen wir mal Tschüss, also. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.